Und damit herzlich willkommen hier bei Levis Card 1210 zu einem weiteren Teil Uncharted 2 auf der PlayStation 4. Und wir sind hier immer noch auf den Dächern des Himalaya-Gebirges sozusagen. Und mal schauen. Nein, das ist der falsche Weg, lieber Nathan. Lass mal hier runter. Schießen Sie. Stellung halten! Lass mich hier mal runter hier. Ein paar Äffchen. Die werden mir erstmal den Rücken frei halten. Hier runter. So. Ja, hier alles. Zack. Das war gut, aber irgendwie habe ich die Affen angelockt, glaube ich. Oh oh. Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wow, 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 wow. Nimm mal das da. Super. Oh, weg, 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 weg. Das ist eine coole Waffe. Das ist eine richtig geile Waffe. Zack. Bam. Richtig krass. Du bist auch... Nein! Cool. Nicht darunter. Hoch. Haben wir jetzt alle geschafft? Nein, lass mal einen, ne? Gut, sehr gut. So, Freunde der Nacht. Ich muss echt wieder mal reinkommen, weil es ist etwas lange her, dass ich das gezockt habe. Mal schauen, ob ich mich wieder zurechtfinde. Wo ist hier eine Waffe? Gehen wir erstmal hoch. Wo sind diese Affen? Ne? Och nö. Erstmal diese Soldatenaffen weggeblasen und jetzt kommen echte Affen, Freunde. Nimm mal das hier. Wo sind die? Hallo Äffchen! Ihr kleinen Donkey Kongs, kommt raus! So, nehmen wir mal die Waffe hier. Wow, da ist noch einer. Alter! Fuck. Und wo sind die kleinen Plüschviecher? So, Freunde. Hier hoch irgendwie? Nein. Ja. Jetzt hängen wir hier oben fest. Alter. Wow. Das ist natürlich jetzt blöd. Wie kommt man hier runter, Freunde? Kann man hier einfach runter jumpen? Ja, doch, man kann. So, es geht los. Es geht weiter. Nö, nee, warte. Immer weiter.
Nein. Wuhu. Was machst du denn, Nathan? Wie gefällt dir das? Komm mal, noch eine Granate. Oh oh, ich hab keine mehr. Mal hier wegrennen. Was sind das denn für Monster schon wieder? Ja super, jetzt bin ich wieder in der Ecke hier. Das war's? Fast. Oh oh, jetzt kommt Sniper. Mal runter. Oh oh, weg, weg, weg. Was ist hier? Weg. Na klasse. Na klasse. Ja, mir auch. Durchsuch das Gebiet. Oh nein. Stellt ihn kalt. Na bitte. Ah, super. Armbrust. Zack. Voll in die Fresse. Yeah, das war cool. So, und jetzt? Keine Spur. Rüber springen? Ja. Na, wer hat noch nicht? Wer möchte noch mal? Da. Na, bist du ein zweites Arschloch? Das tat bestimmt weh. Und noch einer. Ja, dem passiert nichts. Warte, du möchtest Headshot haben? Hä? Stellt ihn kalt! So. In Ordnung. Findet ihn! Wir werden sehen. Alter, wo? Ich hab ihn verloren. So. Waren wir doch schon. Zack. Sehr schön. Und da ist einer. Wow. Alter, du mit deiner Sniper. Okay. Da oben ist einer. War's das jetzt? So, Freunde, das war ein Kampf. Wuhu! Gehen wir hier runter.
Drecksäcke. In die Fresse. Eine normale Waffe. Tipp. Kletter zum offenen Fenster. Ja. Schon klar. Zum offenen Fenster. Warte, wir sind doch da eben vorbeigegangen. Dann müssen wir hier die Leiter hoch, würde ich mal tippen. Hier weiter, hier, zack. Naja, ist mir schon klar. Kann ich überspringen? Ja. Nein. Moment, wie war ich denn da? Wie bin ich da nochmal hochgegangen? Ja. Super. Wie bin ich da zu diesem Fenster? Da. Da. Da jetzt. Hoch. Super duper, da müssen wir hoch. Vielleicht hier. Nein. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich musste wirklich in YouTube gucken, wie ich weiterkomme. Und Nate hat 10 Minuten gewartet und jetzt bewegt er sich nicht mehr. Er ist angefroren an den Boden. Leute, ey, kann das sein? Ey, als ob er dran geklebt wäre an die Bretter oder eingefroren irgendwie. Es passiert nichts. Super, duper, klasse. Ja, ich... Es geht nicht. Nee, funktioniert nicht. Und dann müssen wir Spiel laden. Neu laden. So. So, jetzt geht's wieder. Das muss ein Bug sein, Freunde. Wenn ihr so mehrere Minuten an einem Ort steht, dann friert eure Füße an den Boden ein und ihr könnt euch nicht bewegen. Außer die Kamera könnt ihr dann drehen. Mehr aber auch nicht. So, ich musste wirklich gucken, wie es weitergeht, denn das Fenster hat mich ein bisschen genervt. Freunde, so, jetzt geht's mal hier weiter. Manchmal hat man echt Tomaten auf den Augen. Ich hätte hier vielleicht noch eine Stunde rumgejumpt. Daher ist es wirklich gut. Ja.
So, Freunde, da kann man sich mich festhalten und hier rüber. Denn ich bin mir sicher, ich war hier schon mal, aber das merkt man sich nicht, weil du bist beschäftigt mit den Gegnern und ja, toll. So, jetzt können wir nämlich hier rüber. Ah ja, du hast schon den Tipp. Und rein in die gute Stube, Freunde. So. Nein. Schauen wir mal runter. Können wir da runter? Sicher, ne? Ja. So, und ich habe gemerkt, dass ich... Oh. Hier geht irgendwas Seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere? Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Komm ihnen einfach nicht in die Quere, okay? Wow. Alter Falter. Da springen die ganzen Donkey Kongs durch die Gegend. Och nee. Ruhig, Nate. Ruhig. Toll. Verdammt, sie sind alle tot. Diese Dinger haben sie zerfetzt. Sie sind alle. Was sind das für Dinger? Das sind Affen. Oder Yeti, würde ich sagen. Ja. Tippen. So. Kann man sich ja rüberjumpen. Und wir hangeln uns wie ein Affe. Ah, voll die Krähe. Und jetzt? Ja, schön, schwing das Bein. Ich würde mal sagen, wir können... Nee, geh erstmal. Alter, ich hab Höhenangst. Mach mal hier rein. Oder? Kannst du da rein? Nein, da ist ja auch nichts. Da ist ja auch nichts. Vielleicht hier? Ist irgendwas hier? Eine Tür? Tür ist zu. Ja, super duper. Gehen wir mal hier hin. Und wir schwingen uns. Wir schwingen uns rein. Oh Mann. Und ich habe gesehen, ich bin fast am Ende des Spiels. So. Ich würde sagen, hier. Oder wir können... Ich glaube, wir können hier runter. Gehen wir hier runter. Nein. Ah, la 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 la. Ja. Ja. Nein. So. Oh, ich muss. Ah, da oben ist was. Da leuchtet was. Geschafft. Freunde. Ja, was hast du geschafft? Nichts. Da leuchtet was. Kann man nicht. Wie kann ich das denn nehmen? Seht ihr das? Da blinkt was. Freunde, was ist das? Ein grünes Licht. Wenn ich jetzt schieße, nicht, dass die Leute da jetzt aufmerksam auf mich werden, aber ich mach's einfach, zack. Und nimm, ach, das ist ein Schatz, Freunde. Yay, untersuchen. Und dann machen wir, was ist das? Ein tibetischer Korallenohrring. Ja. Okay, ich habe 17 von 100 Schätzen. Also ihr merkt, ich habe jetzt nicht wirklich nach Schätzen gesucht. Und mal schauen, wie es weitergeht, Freunde. So, ich glaube, ich muss mal eben auf den Locus. So, da bin ich wieder, Freunde. Jetzt mal schauen.
wie es hier weitergeht. Vielleicht hier hoch. Ja. Das war mir schon klar. So. Gib mir mal einen Tipp. Ich glaube, ich muss hier. Nein! Die Stangen hier. Oh. Oh, Alter. Dieses Geschrei ist nicht gut. So. Vielleicht hier hoch? Ja, genau. So. Erstmal hier. Ich habe Angst, dass ich die. Oh, endlich. Yetis treffe. Der Turm. Was für ein Turm? Wow. Hier sind Steine. Oh. Zwischensequenz. Pass auf, da sind bestimmt diese Affen. Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran, wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tür vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Drake ist hier immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib du hier. Vielleicht findest du was raus. Da ist die kleine Chloe. Okay. Die ist auch Chloe, ne? Ja, Chloe, du kleines Biest. Das meine auf die Fresse von Nathan. Ja. Das gehört mir. Nate? Verschwinde Gib hier. Mir den Dolch. Sie werden gleich Chloe. Wiederkommen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Warte. Tu mir einen Gefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Okay. Wonach suche ich? Nach dem Typ, würde ich sagen, oder? Sekunde, das kommt mir bekannt vor. So, stay at the cave entrance. Tibetan incense. Blub. Man kann es kaum lesen, Freunde. Penner. Ah, okay. Cooles Buch hast du da. Geh zurück. Ich hab keinen Bock. Was soll das? Hä? Kann ich hier zurück? Ah, so, okay. Hat so, bestimmt Tipp. Was mit den Schnitzereien zu tun.
schauen wir uns mal an. Bestimmt kann ich die bewegen. Wohin? Ah, hier auf diese. Ah, das ist am falschen Platz. Verdammt. Okay. Mal hier hin vielleicht. Vielleicht das hier. Ist richtig? So, jetzt nehmen wir das. Ich glaube, die müsste ich hier einfach... Warte mal. Die müssen bestimmt in eine Richtung. Mal hier drauf. Okay. Was jetzt? Das war richtig, oder? Nehmen wir mal das hier. Die Kugel hier. Und stellen das einfach mal hier hin. Ich mach's einfach auf gut Glück, Freunde. Keine Ahnung, ob das richtig war. Wo ist Sully, wenn man ihn braucht? So, das war auch richtig. Nur das ist falsch hier, Freunde. Ich glaube, wir müssen das und das wechseln. So, das hier. Das da wegnehmen. Oder? Also eins ist bestimmt falsch. War es das hier? So. Nein, nicht da drauf. Ist doch falsch. Weg damit. So, das auf das andere Teil da. Draufklatschen. Richtig. Und jetzt nur noch das hier nehmen und hier drauf. Und tada! Also, das sollte gehen. Yes. Oh nein. Noch mehr? Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Okay, die Symbole kenne ich schon. Wir drehen das einfach mal ein bisschen. Na klasse, super. Was ist was, Freunde? Was ist was? Gibt's hier noch andere? Ja, war ja klar. Muss mal drehen. Da. Wenn man jetzt nur wüsste, welches Symbol. Ich glaube, ich muss erstmal hier das Ding gucken. Ja, wo kannst du nur stehen?
steht Venice, Istanbul, Tibet, India, Burma, Borneo und so weiter. Ja, nur The Faces of Victor Sully. Cool. Schönes Buch, nur was nützt mir das? Ich müsste wissen. Das Problem ist, Freunde, ich glaube, hier muss ich wirklich auch nochmal gucken, weil es kann ja tausende von Kombinationen sein. Ich kann nur ein bisschen drehen und so, aber Moment. Das Licht bedeutet doch irgendwas hier, ne? Das Licht, der Kegel. Da. Das ist ein Kegel. Richtig. Gibt es hier irgendwas mit einem Kegel? Schauen wir mal. So sieht es nicht nach einem Kegel aus. Freunde. Seht ihr hier? Das Licht, der Kegel ist schon richtig und das sieht aus wie ein Kegel. So. Schauen wir mal, wie das aussieht. Das sieht aus wie ein Nippel. Und das, Freunde, sieht aus wie... Ja, jetzt könnte ich natürlich Stunden versuchen hier. Ich würde es gerne selber lösen, nur das Problem ist, Freunde. Ich wüsste jetzt nicht, wie. Leute, Leute, Leute. Warte mal. Ist schon richtig. Ach so. Vielleicht muss die Silhouette, also das Licht hier, muss dann das Ding dahin irgendwie, kann auch sein, oder? Gucken mal, ob sich da was ändert. Nö. Also ich habe die Befürchtung, Freunde, ändert sich auch nichts irgendwie. Das hat bestimmt irgendwas mit dem Schatten zu tun. Mit den Schatten, mit den Lichtern, mit den vier Symbolen. Ja, Freunde des guten Geschmackes. Sag mir eine Lösung. Ich glaube, ich muss echt mal ein Walkthrough gucken, weil das wird so nichts, Freunde. So, Freunde. Wir müssen unser Notizbuch benutzen. Denn da, Freunde, seht ihr diese vier Symbole und da oben halt die dazugehörigen. Also grün ist Feuer. Das ist hier, ja, so, drehen wir dann, dreh doch, Junge, so, schau noch mal, das ist, ja, das ist das, und jetzt gehen wir zum nächsten rüber, das ist dieses, ich
würde sagen Wassersymbol, oder? Water. 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 Schauen wir mal. Das ist so ein Moment, nochmal gucken. So ein A mit. Das müsste das. Ja. So, jetzt gehen wir zu diesem Symbol hier. Das ist so ein Spitzdingsbums. Das ist voll rot. Das ist dieses Symbol hier. Nochmal einprägen. Ah, das war Wind. Grün war Wind. Feuer. Feuer, rot. Ah. So. Jetzt müsste das hier sein. Wenn ich mich irre. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu diesem hier. Das ist hier dieses. Okay. Schauen wir mal. Zack, und das Rätsel ist gelöst. Ja, manchmal sind YouTube-Videos wirklich gut und ersparen uns wirklich Nerven, Freunde. Das war's. Und jetzt. Dreiseitig, genau wie der Dolch. Was passiert jetzt? So, 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 was ist denn das? Ah. Okay, noch ein Fenster zum Erklimmen. Freunde. Hat sich was geöffnet. Können wir hier hoch? Irgendwie was zum Hochklettern. Kann er hier. Nein, die Balken. Freunde, ich muss hier. Vielleicht hier. Hochklettern. Hier, rot. Nein. Balken klettern auch nicht. Da ist das Fenster. Da müssen wir hin. Leute, 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 Leute. Was soll das? Ich bin doch eigentlich ganz gut klargekommen bis hierhin. Und jetzt muss ich ab und zu mal abchecken, wie es weitergeht. Gleich hier hoch. Ja, okay. So. Elena. Hörst du mich? Ja. Yeah. Ich glaube, ich habe den geheimen Eingang. Wirklich? Ja. Man sieht den Fuß der Klippe mit den Statuen. Aha. Uh-huh. Triff mich da. Ja, okay. Ich bin unterwegs. So, was mal hier runter. Nö, Alter. Schon mal hier rüber. Liebes Äffchen. Elena, bist du da? Ja. Hey, ich bin hier, ich kann dich sehen. Verdammt, was tun die Typen da? Anscheinend reißen sie die Statuen ab, um den geheimen Eingang zu finden. Diese Schlaumeier stehen mitten drauf. Wird schon schief gehen. Okay. Bereit, wenn du's bist. Jo. Ich bin bereit. Zack. Headshot Nummer 1.
Yeah. Klar, Alter. Das war ja klar. Ja, super. Kann ich den irgendwie lautlos erledigen? Cool. Das war ein geiler Hit. Boah, ne? Hey! Er ist besoffen. Stör dich nicht dran. Super, wuhu! Ab geht's, Freunde. Ich sehe den Schatten von dem Typen hier. Der ist da oben. Penner. Doch her! Durchsuch das Gebiet.
mehr kommen. So. Freunde, scheiße, jetzt habe ich nur diese Waffe. So, Waffe zu schießen. War's das jetzt? Oh, Gott sei Dank. So. Nein, immer noch nicht. Durchsuch das ganze Gebiet. Nein! Alter. Er steckt hier im Dings fest. Im Brett fest. Nein! Och man. Ey, so ein Mist. Schaut euch das mal an. Er steckt hier im Brett fest. Freunde, ein Bug. Ein Glitch, Freunde, hier seht, er steckt. Du bist Nathan. Wow. Nathan steckt hier direkt im Brett drin und kommt nicht raus. Egal was ich mache, es funktioniert nicht. Los, ach, jagt so. Ihn. So, geht, ging doch. Aber ist auch nicht schön, wenn man so im Brett steckt, ne? So. Wo, wo, wo ist der? Von da oben, ach so. So. Warte, wo ist der geheime Eingang? Soll ich sie abknallen? Nein, mach ich nicht.
So, Freunde, jetzt mache ich schon hier runter. Geschafft. Er ist hier. Hier ist er. Ich wusste es. Cool. Und jetzt? Drehen oder was? Hier, hilf mir drücken. Okay. Los, streng dich an! Nee. Juhu, Freunde. Nate. Da schau mal einer an. Direkt vor der Nase. Komm schon. Hier lang. Na toll. Vielleicht gibt es hier einen schnellen Weg runter. Ja, hier würde ich sagen. Nate! nicht so schnell. Hier. Alter. Vielleicht gibt es hier einen schnellen Weg runter. Ja, es gibt einen. Hier. Zack. Machen wir die Affen schon wieder. Ja, Mann. Wenigstens haben sie was zu tun. Siehst du das? Zurück. Ja. Und nu? Nein. Warte doch, Alter. Siehst du das? Ich sehe es. Geh jetzt mal hier runter. Runter! Schon wieder. Oh, toll. Alter. Wieso passiert sowas eigentlich immer mir? In Ordnung. Da sind sie. Sie gehen über die Wand. Nicht ewig weglaufen. So. Freunde, und jetzt? Ja, das zusammenzuschneiden wird eine kleine Party. So. Runter.
Aber die Leiter hoch vielleicht? Nein. Gehen wir mal hier weiter. Hier. No. Es gibt bestimmt einen Weg hier raus, aber wo? Ist hier irgendwo eine Leiter hoch oder so? Oder irgendwelche Felssprünge, wo man sich hochhangeln kann? Hier vielleicht. Okay. Nein. Gehen wir hier runter. Ah, jetzt haben wir das grüne Schild. Möchte ich jetzt nicht. Das ist irgendwo eine Tür, wo man reingehen kann. Irgendwie ein Schalter. Jetzt bräuchte ich einen Tipp. Mal hoch. Ach man, ich möchte nicht nochmal jetzt YouTube anschauen. Hier rüber, weil die Tür da ist. Hier hoch? Nein. Ja, sag mal was, Baby. Es ist bestimmt total easy. Nur ich habe wieder Tomaten auf den Augen, Freunde. Das passiert hier leider oft. Die Leiter hoch. Haben wir auch nicht mehr. Da sind wir hergekommen. Jo, Leute, ey. Und ich habe gestern The Last of Us 2 durchgezockt. Und ich musste kaum bei YouTube gucken, wie es weitergeht. Nur an einer Stelle oder zwei. Aber hier muss ich wohl wieder YouTube gucken. Man ist ja nicht schlimm, dass man YouTube guckt. Dafür sind die Videos ja auch da. Ich bin auch dankbar, aber man möchte es auch alleine schaffen. Ja, wie gesagt, ich habe mit diesem Spiel angefangen. Die ersten Parts habe ich ja schon hochgeladen. Und dann habe ich aufgehört und erstmal Last of Us 1 durchgezockt, dann Last of Us 2 durchgezockt. Jetzt dachte ich mir, machst du auch Uncharted 2 zu Ende. Weil ich bin fast am Ende, glaube ich, von diesem Spiel. Aber, Freunde, ich glaube, ich muss wirklich mal gucken, wie es jetzt weitergeht, weil ich habe jetzt irgendwie absolut keinen Plan, wo man hinspringen muss. Okay. Freunde, würdet ihr denken, dass das Seile sind hier?
Das sieht man doch kaum, dass das Seile sind. Alter Schwede. Tja, super. Danke fürs Seil, Jungs. Ich hoffe, da oben ist nichts Gruseliges. Ja, toll. Okay, Luft ist rein, komm. So, jetzt mal schön hier runter. Ja. Wir sind nah dran, glaub mir. Hier sind ein paar Türen, ich brauche Hilfe. Okay. Okay. Geh. Hier ist er, Elena. Der geheime Eingang nach Shambhala. Ja, nee. Die Straße nach Shambhala. Ja. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wenn ich noch eine Wand hochklettern muss. Sieh dich weiter um. Irgendwo muss ein Hinweis sein. Bist du sicher, dass er das ist? Es muss einfach. Wir übersehen was. Was? Was? Muss man bestimmt wieder in richtige Richtung drehen, dann geht's. Alles nach unten drehen. Was? Pass auf. Dann haben wir schon mal das erste geschafft. Ach, das war ja einfach. Verdammter Mist. Was machen wir jetzt? Bleib hinter mir. Fallen lassen. Na los! Zurück! Ich hätte dich töten sollen, als ich es konnte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Zurück! Oh, drück doch ab, Kleine. Das überlebst du nicht. So, und du öffnest jetzt den Eingang zu Shambhala. Fahr zur Hölle. Kennst du dich mit Geschichte aus, Drake? Na, ist zufällig eins meiner Hobbys. Genghis Khan, Saddam, Stalin. Pol Pot, das waren alles große Männer. Aber wie kamen sie an die Macht? Du wirst es uns sicher gleich sagen. Weil sie den Willen hatten, das zu tun, was notwendig war. Mitleid ist der Feind. Gnade besiegt uns. Und wenn ihr keinen Beweis meines Willens wollt, dann lasst eure Waffen fallen. Tu es. Tretet sie weg. Also, du hast meinen Willen geprüft. Und jetzt werde ich deinen prüfen. Uns zu töten wird dir nichts nützen. Bei ihm hast du recht. Aber du? Wenn du ihm was tust, kriegst du überhaupt nichts. Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem. Außer, ich bringe noch jemand ins Spiel. Bringt sie rein!
Mist. Ah. Nimm die Finger weg. Jetzt geht eine mit gutem Beispiel voran. Und die andere ist Anreiz für deine Mitarbeit. Wähl eine. Das ist Blödsinn, Nate. Ja, lass dich bloß nicht darauf ein. Du willst meine Hilfe? Lass sie gehen. Das hier ist keine Verhandlung! Wen würdest du opfern? Und wen würdest du retten? Diese da? Willst du diese retten? Oder die hier? Hm? Lass den Scheiß. Geile Synchro. Hör auf mit deinem Spielchen. Ich tu, was du willst. Komm runter. Erstmal seine Bonbons reinschütten. Hey, Arschloch. Dein Feuerzeug. Das war cool. Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde einen Weg und bring's in Ordnung. Und nehm den da mit. Vielleicht läuft diesmal ja nichts schief. Und Mr. Drake. Keine faulen Tricks, verstanden? Gut, nach dir. Du hinterhältiger Mistkerl. Ja, ich hab halt beim Besten gelernt. Jetzt mach schon. Komm, du zuerst, Schätzchen. Ja, mit der Waffe bist du stark, was? Oh. Lauf mir nicht weg. Dranbleiben. Ich halte schon mit. Ich lass dich nur vor. Moment. Warte. Papa hat eine Knarre. Dass Lazarevich dich noch nicht umgebracht hat. Hilf mir mal hoch, Kumpel. Kumpel. Geht doch. Oh, Vorsicht, das ist nicht weit. Hey! Sorry, ist das vielleicht im Weg? Schön, dass du Spaß hast. Tut mir echt leid. Na toll. Was ist, Kumpel? Traust du mir nicht? Na bitte, Schätzchen. Alter, was war was? Na los, du zuerst. Boah, Junge. Was für ein nerviger Typ bist du, Alter. Wehe, du führst mich in eine Sackgasse. Hier durch. Ich glaub, deine Wampe passt da nicht durch. Ich glaub, deine Wampe passt da nicht durch. Doch. Hilf mir schieben. Ei, ei. Oh,
Okay, Teamwork. Wie in alten Zeiten, was? Warte, 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 warte. Boah. Wie haben die den Kampf? Nein. Okay, nochmal. Na und, wir müssen nach ganz oben. Fast wie Stonehenge, was? Nein, hilf mir schieben. Na komm, schieb doch. Na los, Mädchen. Yeah. Auf geht's. Das ist doch deine Mutter. Yeah. Sieh mal, dein Ego in Lebensgröße. Ich hoffe, du schaffst den Sprung allein. Meine Hilfe kannst du vergessen. Was du kannst, kann ich auch. Hilf mir! Hilf mir! Okay, machen wir sie auf. Sag mir noch eine Tür. Ist noch eine Tür. Okay. Was musst du tun? Was müssen wir tun? Wart einfach hier. Wie üblich regle ich alles. Wirklich? Moment. Was? Die Symbole. Ich kenne die Symbole. Okay. Also, Freunde der Nacht. Dragon's House. Earth Element, North Yellow, Snow Lion. Water and the Color White. Dragon's House. Jetzt hier machen. Hoch. So ein kleines Buch, so große Zylinder. Langeweile wächst. Beeil dich mal. Warte, ich muss mich konzentrieren. Schau noch mal das Buch. Da. Komm schon, Mann, wir haben nicht ewig Zeit. Wir wollen doch Lazarevich nicht verärgern, oder? Tu mir einen Gefallen, Flynn. Schieß mir die Ohren ab, bitte. Zylinder.
Also, da. Ich würde sagen, erstmal gehen wir hier. So, jetzt müsste das sein. Zweites Symbol ist das A mit dem das schwangere A, sag ich mal. Und das dritte Symbol ist ja. Oder nochmal gucken, abchecken. Also A, wenn das dieses Symbol ist. A. Das fette A. Auf der anderen Seite müsste ein anderes Ding sein. Nein, nicht drehen. So, jetzt mal hier runter. Und auf dieser Seite sind auch diese Symbole. Ob das richtig ist, Freunde. So, schauen wir uns mal an. Das hier. Was müsste das hier sein, Freunde? So, jetzt gehen wir hier, checken nochmal ab. Das müsste das hier sein. Und hier, das ist einfach, glaube ich. Oder? Ja. Ich habe was Falsches gemacht. Was ist das? Und hier haben wir. Ach, das hier ist falsch, glaube ich. Das ist nämlich das gleiche. Nur ohne dieses Ding da oben. Muss doch dieses Symbol hier sein. War doch nicht das Richtige? Doch. Da. Oder ist es andersrum? Ah, Leute. Mal schauen hier. Das. Und das. Das ist doch richtig. Ich geh mal zurück. Habe ich hier was Falsches gemacht vielleicht? Nur anzeigen. Mal hier abchecken. Ah. Das sind doch die richtigen Symbole, ey. Da bin ich doof. Oder ist das andersrum? Hm.
Wo war der? Mal abchecken. Ah, ich hab andersrum gemacht, Freunde. Das hier ist... Seht ihr? Das ist hier... Okay. Das ist falsch. Total falsch nochmal. Also. Ich hab's andersrum gemacht. Nochmal. Das müsste das hier sein. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Hier nochmal abchecken. Das fette A. Das hier ist dann was soll das hier sein? Ja. So. Jetzt nochmal hier rüber zum anderen. Nochmal das nochmal in die richtige Richtung drehen. Das hier sein, oder? Mal gucken. Jo. So, das ist in der Mitte. Das aussieht wie so ein Penis, Freunde. Ja, das hier würde ich mal sagen. Nee, das ist das gleiche. Moment. Was ist das hier? Gucken. Okay, also. Das ist richtig. Das zweite müsste so ein Dings haben. Das hier ist das. Richtig. Und hier beim dritten ist es die Schlange. Jetzt müsste es klappen, Freunde. Hat jetzt ein bisschen gedauert, sorry, aber das ist klar. Jetzt. Zack. Was kommt denn da aus dem Boden? Da kommt ein Penis. Komm, mach dich mal nützlich. Malen wir hier Getreide? Was soll das? Na bitte. Wasser. Wow. Oh Mist. Ja, das wird wieder so ein Kampf, Freunde. Mann, komm! Du hast nicht so viel! Schieß!
Jawohl, lass mich doch einfach in Ruhe. Haltet ihn! Was sind das für Viecher? Was? Wächter, um Eindringlinge abzuschrecken. Na, das funktioniert ja super! Nimm das Lazarevic, blödes Kind. Ich habe getan, was du wolltest. Lass sie gehen. Immer am Falschen. Aber du hast das letzte Blatt gespielt und verloren. Das ist wohl das Ende deiner Reise, Kumpel. Nein, 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 nein. Noch nicht. Er soll Shambhala sehen und wissen, dass ich es ihm genommen habe, wenn er stirbt. Öffnet das Tor! Du warst mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Auf die Knie! Oh, Soran, wir hatten einen Deal. Ich dulde keine Verräter. Alles klar, ich nehme an, du weißt genau, wo der Stein zu finden ist. Du brauchst mich nicht mehr. Danke. Auf die Knie! Bei dem Otto-Film. Wir werden angegriffen! Was ist das? Sie sind überall! Schießt, Idiot! Oh, Schiss! Was für Dinge! Verdammte! Lauf! Auf die Brücke! Na los, alles klar? Alles klar? Nein, mir geht's gut. Los, komm, los! Vorsicht! Unser Begegnung! Aufhalten!
Wow. Oh. Wow. Okay. Wir müssen sofort hier raus, verdammt. Okay, Lara. Das letzte Mal konnte ich tagelang nicht schlafen. Okay, auf geht's. Komm schon. Beeilen wir uns. Nicht stehen bleiben. Ja, wohin? Schau, Elena. Er macht sicher was davon. Nate! Springt da in so ein Meter Wasser und jetzt säuft erstmal schön. Nein. Okay. Wie geht's weiter? Komm schon. Beeilen wir uns. Nicht stehen bleiben. Hier. So, dann hier. Na, lass doch. Oh, nein. Halt doch fest, ey. Meine Fresse. Komm schon, beeilen wir uns. Nicht stehen bleiben. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Dann hoffen wir mal, dass wir es auch wieder rausschaffen. Ja, die Leichen liegen bestimmt schon 60, 70 Jahre hier. Hey, Ihnen hat's wohl nichts gebracht, aber hier. Danke. Hm. Tja, Lazarevich und seine Männer sind wohl wieder in der Stadt. Wenn wir einen Weg zurück zum Eingang finden, sollte die Luft rein sein. Nein, Chloe, wir suchen den Cintamani-Stein. Was? Wir müssen Lazarevich aufhalten. Und wie wollt ihr das bitteschön anstellen? Vor ihm den Stein erreichen und ihn dann zerstören. Wow, wow, wow. Du glaubst doch nicht etwa diesen übernatürlichen Quatsch. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, falls du es nicht mitgekriegt hast, der Kerl ist durchgeknallt. Er denkt, er erfüllt irgendeine Art Prophezeiung und dass dieser Stein ihn unbesiegbar macht. Unsterblich. Wir stehen mitten in Shambhala und du hast tatsächlich noch Zweifel? Ja, du weißt, wie oft sie auf die Dinger geschossen haben. Hier geht etwas Seltsames vor. Noch ein Grund mehr, so schnell wie möglich hier abzuhauen. Ich will das nur in Ordnung bringen. Und vielleicht die Welt retten? Oh, Mann. Hör mal, Schätzchen. Der Welt. Ist das egal? Wenn du deinen Hals hinhältst, ist dein Kopf bald ab. Du hast selbst gesagt, du willst ihn fertig machen. Ja, und ich will ihn mehr als bluten sehen. Aber so läuft das nicht. So läuft das. Nein, diesmal nicht. Na los. Was meinst du? Dass ihr spinnt! Aber gut, retten wir eben die Welt. Ja, lass die Welt retten. Mit Nathan, mit ihr. Ja, Nathan zwischen zwei Frauen. Einer brünetten Schönheit. Und einer blonden Schönheit. Nathan, mein Junge. Das wird ein cooles Spiel. So.